Hallo! Hallo! Sag mal hallo! Wow, die Müllmänner machen Randale. Wir laufen gerade zum Bäcker. Ja, wir machen jetzt eine riesen Ausbeute für die ganze Klasse. Und erzähl doch mal was. Musik war doch cool. Wie ging das? Wie ging dieses? Ich kenne das nicht. Ich komme da einmal so durcheinander. Aber das war cool. Wir haben irgendwas Cooles gesungen, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Afrikanisches. Ja, was Afrikanisches. Das kenne ich auch. Wir haben irgendwas Afrikanisches gesungen mit Trommeln, noch mit Kong. Wie heißen die Dinger? Konga. Was auch immer. Und es war mega cool. So, Sumeya, was hast du denn gekauft? Also, ich habe mir was zu trinken gekauft hier und das ist für Kevin und das ist für mich und dann habe ich noch so ein Vanille-Kirsch-Tasche oder was auch immer noch zu essen. Okay, und du, Miriam? Eine Capri-Sonne und Schinken-Käse-Strack. Cool. Lecker. Ich habe für die Jeanette für 1 Euro eine gemischte Tüte mit Schlümpfen und Kirschzeug und sowas, also Süßkram. Dann habe ich noch, was habe ich noch geholt? Achso, eine Laugenstange. Und da gab es zum halben Preis vom Vortag Buttercroissant. Und da habe ich auch 2 Stück zum Preis von einem. 2,75 Euro, was ist so lustig? Ach, der Typ bockt mich nicht. So. Und jetzt essen wir gemütlich und schmeckt lecker. Kommt zu spät zum Unterricht. Wir kommen nicht zu spät zum Unterricht. Und Hausaufgaben. Ja, aber die Hausaufgaben waren. Nö, ich hab's nicht gemacht. Ich habe nur den Text markiert, weil da waren keine Kritikpunkte im Text. Das waren nur Definitionen. Naja. Cool, dass einer war. Das ist sexy. Sexy, sexy, die Männer glücklich macht. Schade, ich kann nicht so nah ranzoomen. Lauf doch hin. Ja. Einmal bitte. Darf ich mal Ihre Füße filmen, bitte? So, was hast du gekauft? Zwiebelkuchen. Um 11 Uhr. Schon eklig, ne? Brauchst jetzt was Anständiges, jetzt oder? Ja. Jetzt mal reinbeißen. Nina. Machst Werbung jetzt hier im Breithaupt. Breithauptbäcker. Und wie schmeckt's? Gut. Sehr schön. Und Sie? Empfohlen. Ich habe einen Laugenkuss. Das ist ja süß. Auch vom Vortag oder von heute frisch? Ich weiß es nicht. Also wenn es vom Vortag ist, dann zahlst du nur die Hälfte. Das kann ich echt nur empfehlen. Da kriegst du nämlich 2 für den Preis von einem. Ja, ich habe 2 Buttercroissants für 1 Euro gekauft. Ja, nee, dann war es von heute. Oder die hat sich abgezockt. Hat dir das alte gegeben und das von heute den Preis. Ja, ist schon ein bisschen hart. Oh. Egal. Wir sagen das jetzt so lange, bis sie es glaubt. Also das ist auf jeden Fall der vom Vortag. Auf jeden Fall. Vom Vortag. Okay, wir machen uns jetzt mal wieder zur Schule. Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Nein. Ey, ihr habt noch gar nicht erzählt, wie er heißt. Ihr wart ja im Video nicht. Die Anne. Und die? Die Sina. Juhu. Und die Sina kennt sogar auch eine YouTuberin, gell? Ja. Die Miss Christinalicious. Die ist voll toll. Sau gut. Hallo an dich. Sie ist auch aus Darmstadt. Ho! 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 Ho